Ihr habt auf dieses Video geklickt, weil ihr Filmtipps haben wollt. Dann bekommt ihr die jetzt auch. Und zwar habe ich für euch eine bunte Tüte an Filmtipps zusammengestellt. Von Feelgood-Film, Horrorfilm, Dramen, Thriller, alles Mögliche ist mit dabei. Ich habe die Liste Anfang November 2021 erstellt. Also jetzt nicht wundern, wenn ihr das Video irgendwie später schaut. Teilweise gibt es die Filme nicht mehr auf Amazon oder Netflix. Aber nicht traurig sein, jetzt habt ihr trotzdem Filmtipps. Eine Liste mit allen Filmen gibt es für euch auch in der Infobox. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Kennt ihr diese Filme, bei denen man einfach so mit einem Grinsen rausgeht? Peanut Butter Falcon von 2019 ist so ein Film und darin geht es um Zack, der 22 Jahre alt ist und Trisomie 21 hat. Er lebt in einem Altersheim und haut eines Tages plötzlich ab, weil er Wrestler werden will. Ganz normal. Er will sein großes Vorbild suchen, also auch einen anderen Wrestler, von dem er so seine Skills lernen will. Und er tut sich mit Shia LaBeouf zusammen und zusammen haben die einen wunderschönen Roadtrip durch die USA. Ich habe noch mehr Feelgood für euch und zwar Booksmart aus dem Jahr 2019. Der ist im Prinzip wie ein weiblicher Superbad und da geht es um zwei Highschool-Freundinnen, die am letzten Tag von der Highschool merken, na, wir haben so ein bisschen wenig Party gemacht, das müssen wir jetzt vielleicht mal ändern. Und genau das machen sie auch und es ist ein super unterhaltsamer Film. Ich will eure Stimmung noch nicht vermiesen, deshalb noch eine Komödie mit dem Titel Palm Springs. Da spielt Andy Samberg mit, den kennt ihr wahrscheinlich hundertprozentig aus Brooklyn Nine-Nine oder von Lonely Island. Und der steckt in einer Zeitschleife fest, quasi wie Untäglich grüßt das Murmeltier. Er muss aber nicht den Murmeltiertag Tag um Tag wiedererleben, sondern eine Hochzeit. Und irgendwann ist eine weitere Person mit ihm in dieser Zeitschleife gefangen. Mehr sage ich euch jetzt noch nicht. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, was man mit Zeitschleifen anstellen kann, aber Palm Springs ist echt eine gelungene Abwechslung. Da ist eine Bombe in der Torte, aber keine Panik. Ich war mal Bombenprofi. Alle zurücktreten! Genug gute Laune, jetzt kommen wir nämlich zu einem richtigen Brett. Das Weiße Band von Michael Haneke. Der spielt vor dem Ersten Weltkrieg, also das Weiße Band, nicht Michael Haneke, in einem Dorf in Norddeutschland und in dem passieren unerklärliche Sachen. Es geht um Unterdrückung, Verachtung und Misshandlung und der Film ist wirklich deprimierend, aber geil. Und genau die Stimmung wollen wir jetzt halten und zwar mit dem Film Under the Skin mit Scarlett Johansson. Sie spielt dort ein Alien, das Männern wortwörtlich unter die Haut geht. Ich hatte anfangs so meine Probleme mit dem Film, aber der Soundtrack ist nicht von dieser Welt. Und wie sagen es die jungen Leute, die Strandszene in diesem Film, die hittet different. Noch so ein Film, der different hittet, ist The Lobster von Yorgos Lanthimos, einem griechischen Regisseur, den man zum Beispiel auch von The Killing of a Sacred Deer oder The Favorite kennt. The Lobster ist so ein richtiger Lieben-oder-Hassen-Film und wenn ihr euch aber denkt so, boah, ich habe wirklich schon alles in Filmform gesehen, kann ich euch nur The Lobster ans Herz legen. In dem Film geht es um eine Dystopie, in der Singles 45 Tage Zeit haben, um einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Also schreibt mir mal in die Kommentare, in welches Tier ihr euch verwandeln lassen würdet. Wir bleiben bei abgefahrenen Filmen und kommen zu Mandy mit Nicolas Cage. Das ist so eine Mischung aus Thriller, Horror und Mystery. Aber Achtung, der ist wirklich nicht für jeden geeignet. Und darin geht es um Nicolas Cage, der Rache nimmt an übernatürlichen Bikern. Klingt komisch, ist aber so. Das Ganze wird mit vielen hypnotisierenden Bildern und einem Soundtrack untermalt, der einen so richtig in sich aufnimmt und einsaugt. Ungeduldige sollten den Film vielleicht lieber nicht schauen. Ihr wollt jetzt noch mehr Horror? Kein Problem. Netflix hat 2020 einen ganz besonderen Horrorfilm rausgebracht und zwar heißt der His House. Darin geht es um zwei Geflüchtete aus dem Sudan, die nach Großbritannien kommen und dort Asyl auf Probe bekommen. Sie wollen sich ein neues Leben aufbauen und bekommen deshalb eine neue Wohnung. Aber irgendeine fremde Macht will ihnen an den Kragen. His House ist im Vergleich zu vielen anderen Horrorfilmen alles andere als stumpf und 0815, sondern der Film behandelt auch Traumata von Menschen, die unmenschlichen Situationen ausgeliefert sind. Ratten, das waren Ratten, das hier.
Nach so viel Deprimierendem brauchen wir jetzt wieder was Aufheiterndes, würde ich sagen. Und die Doku Biking Borders wäre da auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Darin geht es um zwei Studienkollegen, die mit dem Rad von Berlin nach Peking fahren wollen. Auf der Reise wollen sie Spenden für ein Projekt in Guatemala sammeln. Und der Film zeigt einfach eine tolle Reise mit vielen interessanten Orten und Menschen. Und gerade bei mir hat es so ein richtiges Fernweh geweckt. Eine weite und endlose Reise haben auch die Menschen in Snowpiercer vor sich. Der Film basiert auf einem französischen Comic und darin geht es um eine Dystopie, in der die Erde eine Eiswüste ist und die letzten überlebenden Menschen fahren in einem Zug immer um die Welt rum. Hinten im Zug leben die ärmeren Menschen und umso weiter es nach vorne geht, desto reicher werden die Menschen. Aber eines Tages beginnt eine Revolution von unten bzw. von hinten. Der Film ist von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho und mit dabei sind unter anderem Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris oder Tilda Swinton. Für mich ist Snowpiercer wirklich ein großartig umgesetzter Film, der einen bis zum Ende fesselt bzw. bis zum Zuganfang. Clever. Das war noch smooth. Ja. Nice. Wir bleiben im Schnee, aber ich habe für euch als nächstes einen Schneewestern aus Österreich. Ja, richtig gehört. In das finstere Tal kommt ein junger Mann in ein abgelegenes Dorf in den Alpen und sorgt dort für Aufruhr. Für mich war es ein richtig geiler Western und dann auch noch auf Deutsch und man denkt sich so, das kann doch nicht funktionieren, aber es funktioniert famos. Es ist wirklich eine tolle und bedrückende Stimmung und einfach eine fette Inszenierung, gerade wenn man so im Hinterkopf hat, der Film kommt aus Österreich bzw. aus Deutschland. Ich habe das fünfte Gebot gebrochen. Ich habe getötet. Ich habe noch einen weiteren Western für euch, aber der in den USA spielt, und zwar Feinde Hostiles. Dort soll ein US Army Captain einen Cheyenne-Häuptling in das Land seiner Väter bringen, weil der an Krebs stirbt. Also der Cheyenne-Häuptling. Der Captain wird gespielt von Christian Bale und er hasst wirklich abgrundtief Ureinwohner. Da sie aber zusammen durch Comanchen-Gebiet reisen, nähern sie sich immer weiter auf der Reise an, weil sie sich verbünden müssen. Ist wirklich eine fantastische Besetzung und eine düstere, deprimierende Handlung. Und wenn ihr Bock auf so richtig bedrückende Filme habt, wäre Feinde Hostiles das Richtige für euch. Jetzt gönnen wir uns mal wieder eine Verschnaufpause von depressiver Stimmung. Und zwar spielt unser nächster Film in Hamburg und ist von dem großartigen deutsch-türkischen Regisseur Fatih Akın. Und zwar Soul Kitchen. In Soul Kitchen geht es um Sinos, der ein Restaurant besitzt, wobei man eher sagen kann, dass das ein Imbiss ist. Und diesem Imbiss droht die Schließung und Sinos will das natürlich mit allen möglichen Mitteln verhindern. Soul Kitchen ist für mich einfach ein toller Feel-Good-Film mit geiler Musik und einer ziemlich kurzweiligen Handlung. Wir bleiben in Deutschland, gehen aber jetzt in eine nicht so schöne Zeit. Und zwar spielt Napola in Nazi-Deutschland. Und in Napola geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Jungs, die eine Ausbildung in einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt machen. Anfangs scheint alles wirklich toll zu sein, doch mehr und mehr haben sie so Zweifel an diesem ganzen System. Max Riemelt und Tom Schilling sind mit dabei und sie haben in dem Film einfach die perfekte Chemie. Jetzt geht's um dich und dein Leben. Mach was draus. Wir bleiben im Zweiten Weltkrieg und kommen zu einem Film, der viel zu lange auf meiner Watchlist war, und zwar The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch. Der spielt hier Alan Turing, der die Enigma-Chiffrierung der Nazis knacken soll. Und das würde den Krieg komplett verändern. Ist wirklich ein großartiger und berührender Film, der hoffentlich jetzt auch auf eurer Watchlist ist. Von einem vergangenen Krieg kommen wir jetzt zu einem zukünftigen Krieg, und zwar zum Film Edge of Tomorrow bzw. Live, Die, Repeat. Ähnlich wie in Palm Springs geht es um eine Zeitschleife und die Menschheit ist in einem Krieg mit Aliens. Die Lage scheint auswegslos zu sein, aber Tom Cruise soll die Erde retten. Der steckt aber in einer Zeitschleife fest und wird immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder getötet. Live, Die, Repeat hat kurzweilige und fett inszenierte Action, die ich mir immer wieder gern anschaue. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Eine Alien-Invasion gibt es auch in 10 Cloverfield Lane. Wird zumindest so angenommen. Und zwar wacht da eine junge Frau in einem Bunker eines Mannes auf und der behauptet, dass die Luft draußen vergiftet sei. Doch sie hegt irgendwelche Zweifel daran.
10 Cloverfield Lane ist ein intensives Kammerspiel und hat Spannung bis zum Ende. Und es gibt noch mehr Filme in der Reihe, zum Beispiel Cloverfield und The Cloverfield Paradox. Cloverfield ist cool, könnt ihr euch anschauen. Cloverfield Paradox könnt ihr in den Mülleimer kippen. Wo wir jetzt schon bei Dystopien sind, machen wir doch direkt einen Hattrick draus. Und zwar Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Ja, dämlicher Titel, aber die Maze Runner-Reihe macht wirklich extrem viel Spaß. Auch wenn ihr so dieser Young Adult Sci-Fi-Dings anhaftet. Der erste Teil ist super spannend, den zweiten Teil fand ich okay und der dritte ist überraschend brutal. Leider gibt es gerade nur den dritten Teil auf Netflix, aber wenn ihr alle sehen wollt, die gibt es gerade alle bei Disney Plus. Wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, ich liebe Sci-Fi und Dystopien, deshalb habe ich jetzt noch einen Tipp für euch und zwar Auslöschung mit Natalie Portman. In den USA kommt es an einem Ort zu einem merkwürdigen Vorfall und von diesem Ort breitet sich eine Zone namens Schimmer aus. Es gab mehrere Expeditionen in diese Zone hinein, aber bisher kam noch niemand wirklich zurück. Niemand weiß also, was dort passiert ist. Damals hatte ich noch die Hoffnung, dass Netflix viele gute Filme macht. Damals kamen auch noch einige gute raus, aber die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Aber trotzdem ist Auslöschung ein toller Tipp von mir. Ein toller Tipp. Bisschen Eigenlob. Ja, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen gegen Netflix gewettert, aber der nächste Film ist auch von Netflix. Aber das sind jetzt wirklich nur Ausnahmen, weil oft hat Netflix echt nur Schrott im Programm. Der nächste Tipp von mir ist nämlich Der Schacht, ein spanischer Mystery-Film. Und dort gibt es ein Gefängnis, wo Insassen vertikal leben. Also nicht so horizontal, sondern immer ein Gefängnisinsasse über dem anderen und so weiter und so fort. Einmal am Tag kommt ein Aufzug mit Essen von oben herab. Und umso weiter dieser Aufzug nach unten geht, umso weniger Essen ist da natürlich drauf. Und das sorgt jetzt nicht für tolle Stimmung. Ich finde, Der Schacht hat einfach eine super coole Idee, super umgesetzt und hält bis zur letzten Sekunde einen in seinem Bann. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch in den Bann gezogen. Deshalb erstmal Hallo an alle Leute, die jetzt neu hier sind. Diese Videos, die wir hier machen mit diesen Filmtipps, die bringen oft neue Leute auf den Kanal. Und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Wir kommen mal wieder nach Südkorea und zum zweiten Film von Bong Joon-ho auf dieser Liste. Und der Film spielt nicht in einem Zug, jetzt wie Snowpiercer, sondern in Südkorea. Und das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte, die in den 80ern passiert ist. Und zwar wurden da junge Frauen ermordet, die ein rotes Kleidungsstück getragen haben. Zwei Polizeibeamte machen sich auf die Suche nach dem Mörder. Und Memories of Murder ist einfach ein super düsterer, makabrer und großartig inszenierter Film. Macht euch jetzt bereit für ein paar tolle Thriller und Krimis. Und zwar will ich als nächstes euch Mississippi Burning empfehlen. Der spielt in den 60er Jahren in Mississippi und dort werden drei junge Männer erschossen und Gene Hackman und Willem Dafoe sollen den Fall lösen. Doch sie stoßen jetzt nicht wirklich auf Kooperationsbereitschaft, sondern eher auf Hass und Rassismus. Mississippi Burning ist so ein Film, der einem so richtig die Schuhe auszieht. In Mississippi Burning führte Alan Parker Regie und auch in unserem nächsten Filmtipp Angel Heart. Das ist ein Neo-Noir mit Robert De Niro und Mickey Rourke. In Angel Heart soll ein Privatdetektiv in den 50er Jahren einen Schuldner aufspüren. Aber was sich daraus entwickelt, führt immer weiter in menschliche Abgründe hinein. Und obwohl man den Twist im Film wirklich meilenweit vorausahnen kann, ist er trotzdem eine Wucht. Ich habe aber noch mehr Neo-Noir für euch, und zwar L.A. Confidential mit Guy Pearce, Kevin Spacey und Russell Crowe. In L.A. Confidential stirbt ein großer Gangsterboss und hinterlässt ein Machtvakuum. Ein geheimnisvoller Mann räumt aber einen Konkurrenten von dem Gangsterboss nach dem anderen aus dem Weg. Und drei Polizisten des LAPD sollen sich dem Fall stellen. Und wie bei Angel Heart ist L.A. Confidential einfach so ein richtig düsterer und harter Neo-Noir. Hart ist aber auch der erste Tag von Ethan Hawke in Training Day. Der will dort nämlich als Polizist ins Drogendezernat und muss deshalb einen Tag mit Denzel Washington auskommen. Denzel Washington hat aber ziemlich unkonventionelle Methoden, Brutalität und Korruption zum Beispiel. Und Training Day ist einfach ein fantastischer Film mit einer super spannenden Handlung. Wir bleiben bei Denzel Washington und kommen jetzt zu einem Rache-Thriller mit ihm, und zwar The Equalizer. Hier spielt er einen ehemaligen Agenten, der jetzt aber in einem Baumarkt arbeitet und eine junge Frau vor der russischen Mafia retten will. Und dafür benutzt er seine Fähigkeiten.
The Equalizer schlägt in die gleiche Kerbe wie 96 Hours bzw. Taken mit Liam Neeson. Und es macht einfach Spaß, mal so zwischendurch zuzuschauen, wenn Bösewichte einfach auf die Fresse bekommen. Um eine Fresse geht es auch im nächsten Film, und zwar um die Fresse von Dorian Gray. Es geht um den Film Das Bildnis von Dorian Gray. Viele werden den Film jetzt vielleicht für mittelmäßig halten. Und ja, er hat viele Schwächen, aber irgendwie vibet der Film so mit mir. Dorian Gray ist in dem Film ein reicher und schöner Mann, der ein Porträt von sich selbst hat. Und dieses Porträt ist sehr besonders, weil nicht Dorian Gray altert für ihn, sondern das Porträt altert für Dorian Gray. Das Ganze basiert auf dem Buch von Oscar Wilde. Und vielleicht mag ich den Film deshalb so sehr. Ich habe schreckliche Dinge getan. Und dafür muss ich bezahlen. Ebenfalls im viktorianischen Zeitalter spielt Prestige von Christopher Nolan. Aber worum geht's? In London bekriegen sich zwei Illusionskünstler, um genau zu sein Christian Bale und Hugh Jackman. Prestige ist ein Mystery-Thriller, der einen immer wieder überrascht. Überraschungen gibt es in Being John Malkovich auch zuhauf. Und jetzt wird's weird, in dem Film geht es um einen Puppenspieler, der ein Portal findet in den Kopf von John Malkovich. Oft kann man Filme mit anderen Filmen vergleichen, aber Being John Malkovich ist einfach so ein richtig uniker und besonderer Film, der mich bei jedem Mal, den ich den anschaue, einfach verzaubert. Unser werter Freund Marco von Nerdkultur, den hat auch an Filmen besonders verzaubert, und zwar Moneyball mit Brad Pitt. Ich lieb's einfach, wenn Filme so ein Thema nehmen, für das ich mich null interessiere, zum Beispiel in Moneyball Baseball. Ich interessiere mich null für Baseball. Aber dieser Film erzählt dann einfach eine einnehmende Geschichte mit tollen Schauspielern und einer richtig tollen Handlung, sodass ich diese Faszination hinter dem Thema begreifen kann. Und das liebe ich an Filmen. Zum Beispiel Whiplash ist da auch ein super Beispiel. In Moneyball baut Brad Pitt ein Baseball-Team auf, indem er sich auf Computeranalysen verlässt. Und viele glauben nicht dran, doch er hält dran fest. Woran auch viele nicht geglaubt haben, aber trotzdem dran festgehalten wurde, ist der Irakkrieg. In Jarhead geht es um den zweiten Golfkrieg, also von 1990. Und da spielt Jake Gyllenhaal einen Soldaten, der als Marinesniper dient. Doch statt Action und Kampf herrscht nur stupide Langeweile. Und das zermürbt die Soldaten. Der Film ist so eine psychologische Studie von Soldaten. Wir wechseln vom Irak in den Iran und dort spielt der Film Argo von und mit Ben Affleck. Es klingt jetzt vielleicht wie die unglaublichste Geschichte der Welt, wenn man die Handlung so zusammenfasst, aber die amerikanische Botschaft in Teheran wurde gestürmt und einige Personen der Botschaft konnten untertauchen. Das CIA wollte dann diese Personen zurück in die USA bringen, mithilfe eines fingierten Sci-Fi-Filmes, der im Iran gedreht werden sollte. Tut euch was Gutes! Schaut den Film, ist ein perfekter Mix aus Spaß und Spannung. Der nächste Film ist auf keinen Fall ein Tipp für Paare, die ein Kind erwarten. Und das ist mein voller Ernst. Schaut den am besten nicht an. Und zwar Pieces of a Woman. Dann geht es um ein Paar, deren Hausgeburt tragisch endet. Sie leben sich auseinander und führen einen Prozess gegen die Hebamme. Und der Film bricht einem wirklich das Herz. Gerade die Anfangssequenz, die ohne einen einzigen Schnitt gefilmt wurde. Das ist enorm mitreißend, der Film. Noch ein Beweis dafür, dass Netflix hier und da mal ein gutes Händchen mit Filmen beweist, ist My 40-Year-Old Version, beziehungsweise auf Deutsch Mein 40-jähriges Ich. In dem Film geht es um eine Theaterdrehbuchautorin, die so in einer Sackgasse in ihrem eigenen Leben feststeckt. Sie ist 40 Jahre alt und Single, doch sie beschließt, ihre alte Leidenschaft wieder zu beleben. Und zwar, sie will Rapperin werden. Klingt merkwürdig, ist aber ein echt toller Film, der wunderschön gefilmt wurde und sehr mutig ist. What the fuck? Yes, what the fuck? Der nächste Film ist aus Frankreich und heißt Blau ist eine warme Farbe. Darin geht es um eine 15-Jährige, die ihre Sexualität entdeckt und sie merkt, dass sie sich Frauen hingezogen fühlt. Sie beginnt in der Beziehung mit einer älteren Kunststudentin und Blau ist eine warme Farbe ist eine emotionale Geschichte, die wie aus dem Leben gegriffen wirkt. Die nächste Geschichte könnte leider auch mitten aus dem Leben stammen, und zwar geht es um den Film Raum. Darin geht es um eine Frau, die jahrelang in einem Gartenhäuschen gefangen gehalten wird und sexuell missbraucht wird. Inzwischen hat sie auch einen Sohn bekommen, der sich so seine eigene Welt in den vier Wänden zusammen fantasiert.
Es ist ein unglaublich starker und berührender Film. Und ich will nicht spoilern, aber bei dem Film geht es weiter wie bei vielen anderen Filmen, die so ein ähnliches Thema haben. Und der Film lebt wirklich von dem großartigen Schauspiel von Jacob Tremblay und Brie Larson. Und die Mutter-Sohn-Beziehung ist einfach göttlich inszeniert in dem Film. Um eine ähnliche Beziehung geht es auch in Run. Sarah Paulson spielt hier eine Mutter, die alles für ihr Kind macht. Ihre Tochter ist schwer krank und sitzt im Rollstuhl. Aber diese Tochter merkt, umso älter sie wird, desto mehr schöpft sie Verdacht, dass sie vielleicht doch nicht so krank ist und dass ihre Mutter vielleicht doch nicht so Gutes im Schilde führt. Es ist ein extrem spannender und kurzweiliger Thriller für einen schönen Filmabend. Mein letzter Film ist leider auch der letzte Film von Black Panther-Star Chadwick Boseman, und zwar Ma Rainey's Black Bottom. Der Film basiert auf einem Theaterstück, und das merkt man dem Film auch an, also er ist sehr dialoglastig, aber ich finde es ziemlich geil. Es geht um eine Gruppe von Musikern, die ein Album mit der Blues-Sängerin Ma Rainey aufnehmen sollen. Es gibt wirklich tolle Dialoge, und neben Chadwick Boseman ist auch Viola Davis als Ma Rainey eine echte Wucht. Wunderbar, wir haben es, Jungs! Und ich habe noch einen Tipp für euch. Schaut jetzt noch weitere Videos an, zum Beispiel von unserer Funkkollegin Always X Caro. Die hat nämlich ein Video gemacht mit allen Serien, die auf ihrer Watchlist sind. Oder schaut unser letztes Special zum Thema Was sind Eternals an? Da hat Alpa echt ein cooles Special hingezaubert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.